Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, oder genauer gesagt Crastoria, denn das spielen wir in dieser Serie. Und letztes Mal, ja, ich bin immer noch etwas angeschlagen, haben wir hier dieses Setup aufgebaut. Ich habe da noch die fehlenden Bestandteile ergänzt. Was uns noch fehlt, ist hier beim Stahl die effektive Stahlverarbeitung und dann die ganzen Verarbeitungen, die wir mit Stein haben. Und dafür müssen wir mal ausmessen, wo wir denn da hinkommen. Wir wollen zwei Stahl haben, das ist der zweite Stahl hier oben. Dann einmal Stein, Glas und Silikon. Und das geht sich gut aus hier mit dem, was ich ausgeholzt habe. Stein dürfte das einfachste sein. Und für die anderen beiden brauchen wir Sand. Und für Silikon brauchen wir Quarz. Das heißt, wir haben hier eine Vorstufe, die wir machen müssen. Da brauchen wir nur Wasser rein. Und dann können wir hier weil beides Sand braucht, machen wir hier dann nur einmal Sand aus Stein mit denen hier. Dann haben wir hier wieder zweimal Input. Mal Output. Stroh. Vielleicht mache ich das mit den großen. Ran. Vielleicht nicht da. Wo wir das Band haben. Ah, und vielleicht sollten wir auch wieder was forschen. Rüstung. Roboter. Persönliche Bauroboter, das wäre was. Das wäre was. Thank you.
Halt. Das wird so nicht funktionieren. Weil Input und Output. Versetzt. So, dann versuchen wir das nochmals mit dem Wasser. Ganzen Schmelzen hier rein platzieren und dann können wir schauen, wie wir mit der effektiven Stahlverarbeitung weiterkommen. All die Öfen sind nun platziert und ich habe hier auch schon mal blaupausenmäßig angedeutet, wo uns noch was fehlt für die verbleibenden Öfen. Und was ich hier auch haben möchte, ist etwas Lagerkapazität. Und zwar machen wir das hier in der Mitte. Einmal für Kupfer. Einmal für Eisen. Und für mehr hat mein Stahl nicht gereicht. Wir brauchen das Ganze auch noch für Stahl und möglicherweise für die oberen drei können wir kleinere Lagercontainer verwenden. Da denke ich, brauchen wir nicht so viel und wenn doch, können wir immer noch erweitern. Zum Befüllen sollten wir vielleicht die Lader verwenden. Und dann können wir schauen, wie wir hier die zweite Stufe vom Stahl hinbekommen, denn da brauchen wir ja Koks als Input.
Und ich denke, das können wir dann vielleicht von hier unten auf der Seite reinschieben. Also, ich baue mal ein paar fehlende Dinge. Wir haben die Luftreinigerforschung abgeschlossen. Und das sollte uns etwas gegen die Umweltverschmutzung helfen, sollten wir sie einsetzen. Habe auch inzwischen eine Lagerhalle mehr. Können wir hier beim Stahl platzieren. Und drei kleine. Die packen wir hier hin. Und dann, wo forschen wir weiter? Bauroboter, und dann brauchen wir gleich mal Geschwindigkeit, alles was wir können, 1 und 2, Batterien, Kapazität, dann vielleicht auch die Logistikroboter. Gut, dann haben wir hier die Lader, wir zwei hier, zwei da, das wäre dann dieser Ausgang, dieser Ausgang. Die Richtung und hier und hier oben Stahl kommt ja weiter hinten, denn hier müssen wir noch die zweite Verarbeitungsschiene ranbringen. Drum Koks ist nicht allzu schwer. Das ist ein bisschen zu eng. Also, was wir hier im Wesentlichen brauchen, ist Kohle. Vier Bänder raus. Wahrscheinlich nicht. Aber platzieren wir mal die vier, denn das bedeutet Tunnel hier. Gut. Und auch noch einstellen. Und dann die Greifer. Was Stromversorgung. Voilà. Und dann können wir das hier nehmen. Das so kopieren. Und hier können wir ja
das Eisen auf die andere Seite legen. Und dann funktioniert das auch so. Förderband und auch die Schmelzen gehen mir aus und die Masten immer dasselbe. Also ich hole mir Nachschub und dann können wir hoffentlich die Eisenschmelze fertigstellen. Natürlich geht es um die Fertigstellung unserer Stahlschmelze, nicht unserer Eisenschmelze. Eisen haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Dann können wir hier dieses Lager platzieren. Und haben den Eingang auch gemacht. Und da müssen wir noch schauen, wie wir Kohle und Holz ranbekommen. Ausholzen hier unten. Aber wir müssen ja sowieso schauen, wie kommen denn die Inputmaterialien hier auf dieser Seite überhaupt rein. Und ich denke, dafür werden wir hier auf dieser Seite einen Bahnhof haben, um die Materialien anzuliefern. Aber das ist definitiv ein Projekt für die nächste Folge. Also bis dann und tschüss!